So, herzlich willkommen, Let's Play Templar 46. Wir machen jetzt mal mit der Inni weiter, Falkenring, DLC Dungeon. Wenn ich mich recht erinnere, nicht ganz einfach. Wobei ich auf normal hier, glaube ich, noch gar nie drin war. Ich war hier mal auf Web drin. Und da hat sogar der Trash mein Tank one-hitted. Auf normal dürfte das ein bisschen einfacher sein. Jetzt kann niemand dieses Jarltum noch retten. Feuer! Auf mein Zeichen! Macht die Erde schwarz vor uns! Falkenring wird fallen! Aus diesem Jarltum bekommt ihr keine Sklaven. Hey. Schießt nicht auf unsere Verstärkung. Du nutzlose Bestie! Für den tödlichen Streich! Er läuft doch nie weg mit dem. Die Bestie ist am Boden! Entriegelt das Tor! Schnell! Lasst unsere Freunde herein! Wird auf jeden Fall noch schwieriger. Horik, macht sie bereit für das, was kommt. Mögest du über euch wachen. Ja, mein Tane. Das Ost- und Nordtor werden nicht mehr lange halten. Ich werde unsere Leute in Sicherheit bringen. Er kauft mir etwas Zeit. Wir fallen zurück zur Halle der Toten. Normalerweise kann man hier durchlaufen. Man kann hier bis ans Ende durchlaufen, bis zum Boss, dann vor dem Boss sterben und dann einfach nur den Boss machen, weil hier der Trash, der dauert ewig. Dann muss ich hier ja durch die ganze Stadt durchkämpfen. Bastarde! Dafür werdet ihr zahlen! Schaut nicht zurück! Sie kommen! Sie kommen! Hier entlang! Bewegung! Ich überlasse mein Heim nicht den Flammen! Ich kann kämpfen! Ich kann sterben lassen! Ich will euch an meiner Seite in der Halle der Toten zum Kampf stellen! Wählt! Wartet! Ich komme mit! Haltet durch! Gebt ihnen gar nichts!
Bestien, Monster, ins Reich des Vergessens mit euch allen! Ich werde nicht wie ein Feigling sterben, werde ich nicht! Jetzt können wir zugreifen! Schaut nicht zurück! Sie kommen! Nur auf normal geht's eigentlich. Alles ist verloren! Fall zurück! Nein, bitte nicht! Zertrampelt sie alle! Bestien! Monster! Ins Reich des Vergessens mit euch allen! Göttliche Gnade! Das bricht zusammen! Passt auf! Sie sind Monster! Alles auf! Jetzt könnt ihr euch nicht mehr in eurem Jarltum verstecken, Nordschwein! Bitte nicht! Sterbt, ihr Milchtrinker! Also auf Wett ist das um einiges anstrengender. Schaut nicht zurück! Sie kommen! Göttliche Gnade! Halt vor dem grauen Zornklang! Ich nehme euch alle mit nach Sovngarde! Fallt zurück! Sterben werde ich nicht. Ja. Für Falkenring! Bestien, Monster! Ins Reich des Vergessens mit euch allen! Unsere Knochen liegen tief in diesem Land. Sie gehorchen unserem Befehl. Unsere Macht ist eins. Euer Blut für den Jagdvater. Eure Seele für Cernunnon. Bastarde! Dafür werdet ihr zahlen! Hier gab es irgendwie so eine beschissene Mechanik, aber die weiß ich nicht mehr. Hier musste man auf jeden Fall auf Wett richtig böse aufpassen. Nein, ich will euch alle mit nach Sovngarde! Wir sind unsterblich, Narren! Nee, seid ihr nie ganz. Cernunnon bestimmt, wann ihr sterbt, nicht ihr! Mein Anspruch hier lässt sich nicht so leicht aufheben. Haltet durch! Gebt ihnen gar nichts! Sie sind Monster! Allesamt! Schaut nicht zurück! Sie kommen! Ich glaube, diese Geister durften ihn nie berühren. Ich entscheide hier über Leben und Tod. Ihr könnt uns nicht im Zaum halten!
göttliche Gnade! Das bricht zusammen! Passt auf! Euch hole ich mir selbst. Nun, Marke. Göttliche Gnade! Ich nehme euch alle mit nach Sovngarde! Die Lebenden dienen, aber die Toten gehorchen. In diesen Hallen werdet ihr keine Zuflucht finden. Schaut nicht zurück! Sie kommen! Genau. Ich werde diese Leute beschützen. Aber die Draugr müssen geläutert werden. Der Ruf der Jagdgründe. Seht ihr, wie euer Königreich brennt? Erntet eure Rache in Räuber. In Thronräuber! Das ist mein Jarltum und nur meines! Ich werde die meinen rächen. Ah, unheiliger Fluch. Ich habe diese Welt vor langer Zeit verlassen. Für unser Heim. Damals wie heute. Normalerweise kann man sich hier vorbeischleichen an denen und in die Halle rein. Sterbt, ihr Milchtrinker! Wir werden sie niemals aufhalten! Das bricht zusammen! Hier musste man sich bei irgendeiner Attacke hinter den Säulen verstecken und alle hinter denselben. Oh, ihr gehört nicht zu meinen Wachen. Noch seid ihr Teil der Regmannen. Haben wir also gesiegt? Diese Halle, sie ist mein! Falkenring brennt, genau wie ihr! Nur Asche wird übrig bleiben. Vor mir gibt es kein Entkommen.
genau. Ich bin der Stein. Auf Wett ist das dann One-Shot. Da muss man sie hinter den Säulen verstecken. Das Problem ist aber, dass die Säulen dabei kaputt gehen. Deswegen sollten immer alle hinter einer Säule stehen. Sonst reichen die Säulen nie bis zum Ende. Ach, hier. Ich gebe mich der Flamme hin. Kriecht! Kein Verstecken mehr! Erledigt. Vater! Ich bin mir sicher, ihr habt euer Möglichstes getan. Ich wünschte nur, ich wäre am Ende an seiner Seite gewesen. Die Rekmannen ziehen sich zurück. Dank euch haben wir die Belagerung durchbrochen. Das war nicht euer Kampf, doch ihr habt entschieden, euch ihm anzuschließen, als die Lage am aussichtslosesten war. Und ihr habt unsere dunkelste Stunde in einen Sieg verwandelt. Wenn das nicht das Wirken der Göttlichen ist, weiß ich nicht, wie es sonst aussehen sollte. Na gut. Mein Vater, Jarl Skjoralmor, ist tot. Aber Falkenring erlebt auch noch den Morgen. Und so soll es bleiben, solange ihr dafür einsteht, mein Jarl. Jarl? Das bin ich wohl. Dann so, lassen wir uns wieder rausporten. Dass diese Krieger an meiner Seite Tarnis sind und ihre Taten in meinem Reich generationenlang besungen werden sollen. Lang lebe Jarl Skjoralmor! Lang leben die Ratter von Falkenring! Naja. Gut. Wo wollten wir jetzt hin? Oder besser gesagt, müssen wir hin? Wir sind in Deshan. Alles klar.
Ich bin froh, dass ihr es auch aus der Quarantäne geschafft habt. Hat man sich um diese Halunken von Leitgeborenen gekümmert? Nicht gut. Alchemistin Nilün glaubt wohl, sie wäre so etwas wie eine Heilerin. Und sie hat Detisam und die anderen Erkrankten versorgt. Hoffentlich entwickelt sie bald eine Behandlungsmethode für sie. Ein wenig. Zumindest wirkt sie zuversichtlich. Aber was verstehe ich schon von Tränken und Elixieren? Aber sagt mir, glaubt ihr, dass die Leitgeborenen eine Gefahr für den Rest des Schans darstellen? Genau das denke ich auch. Aber vielleicht haben eure Bemühungen auch ausgereicht, um all dem ein Ende zu machen. Fürs Erste zumindest ist das Serg sicher. Nehmt dies zum Dank dafür, dass ihr uns geholfen habt. Die Leitgeborenen sind erledigt. Aber ich könnte eure Hilfe noch brauchen, wenn es euch nichts ausmacht. Na klar. Es geht um meinen Bruder. Er ist immer noch krank und sein Zustand hat sich sogar noch weiter verschlechtert. Nilün entwickelt gerade eine Behandlungsmethode, aber sie könnte eure Hilfe brauchen. Sie kann nicht in ihrem Alchemielabor arbeiten und gleichzeitig die Zutaten sammeln, die sie braucht. Sprecht mit Nilün. Lasst sie wissen, dass ich euch gebeten habe, sie zu unterstützen. Sie ist manchmal etwas abgehoben, aber sie wird euch schon sagen, was ihr für sie tun müsst. Na dann, los geht's. Wo muss man hin? Hä? Ach hier. Ja? Es freut mich, euch wiederzusehen, aber ich stecke gerade mitten in einer Sache. Hat sie das? Nun, ich schätze, dem ist wohl so. Es gibt da ein paar Zutaten, die ich benötige. Aber ich kann hier nicht einfach weg, solange Detisam und der Rest der Einheimischen auf meine Fähigkeiten angewiesen sind. In der Alchemie kann selbst die kleinste Störung schon katastrophale Auswirkungen nach sich ziehen. Hm? Ich brauche kühnes Herz Heilkräuter, Sauermilchtee und Drachenschuppenpilze. Der Wirt hat üblicherweise Heilkräuter. Grell Flan liebte Sauermilchtee. Und Sorel Tedas war versessen auf exotische Pilze. An diesen Orten solltet ihr finden können, was ich brauche. Alles klar. Nilün, bitte. Ihr müsst ihm helfen. Wird er wieder gesund? In Zeiten wie diesen wünschte ich, ich hätte hier mehr Hilfe. Gibt es etwas, das ich euch bringen kann? Nun, ich könnte hier irgendwo welche herumliegen haben. Aber kühnes Herz ist sehr selten und kostbar. Ich könnte eine Menge Gold damit machen, wenn ich es zum richtigen Preis anbiete. Was? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich schulde Detisam mehr, als ich je wieder gut machen könnte. Außerdem war er immer ein guter Kunde. Bitte nehmt dies. Das ist alles, was ich übrig habe. Gott, lass mal unseren Mist verkaufen hier. Bekommt ihr eine warme Mahlzeit und ein kaltes Getränk. Na ja. Du bist ja schon wieder da. Sauermilchtee, alles klar. Okay, Wunder, dass dem schlecht ist.
wir mal gerade schon mal hier sind. Da haben wir ja quasi alles. Woher habt ihr diese Zutaten? Windhelm? Unerheblich. Jetzt seid ihr hier. Konntet ihr alles von meiner Liste finden? Heilkräuter, Drachenschuppenpilze, Sauermilchtee? Ja, es ist alles da. Ich muss hierbleiben und den Zustand meines Patienten überwachen. Geht hinüber zum Alchemietisch und mischt bitte diese Zutaten zusammen. So, müssen wir mal lesen. Als erstes das kühnes Herz, Heilkräuter. Sauermilchtee als zweites, also Heilkräuter, Sauermilchtee und dann die Drachenschuppenpilze. Heilkräuter, Sauermilchtee, Drachenschuppen. Erledigt. Ihr habt es geschafft? Gute Arbeit! Ich habe keinen Moment an euch gezweifelt. Gebt mir jetzt bitte die Mixtur. Er erscheint mir perfekt. Ich bin ehrlich beeindruckt. Wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Der Rest liegt in den Händen des Tribunals. Unser Freund hat sich gut geschlagen. Ich bin nicht sicher, ob dies die Seuche heilen kann, aber zumindest verzögert es ihren Verlauf. In Ordnung, das reicht. Die Besuchszeit ist vorbei. Alle raus. Mein Patient muss sich ausruhen. Ihr habt die Dame gehört. Warten wir draußen. Bitte, Mutter Morrowind, bitte helft Detisam wieder gesund zu werden. Nilün weiß, was sie tut. Detisam wird wieder gesund. Ihr werdet es sehen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ohne eure Hilfe hätten die Leidgeborenen das Serg zerstört. Naja. Ich weiß, sein Schicksal liegt nun in den Händen der drei. Aber jetzt hat er wenigstens eine Chance. Dank euch. Hier, nehmt dies. Ich kann euch zwar niemals wirklich vergelten, was ihr für das Serg getan habt, aber es ist immerhin ein Anfang. Ich freue mich, dass der Blocker wirkt. Er ist kein Heilmittel, aber er sollte mir die Zeit verschaffen, damit ich ein Heilmittel gegen die Seuche finden kann. Wunderbare Neuigkeiten. Wenn ich nicht Angst hätte, die Seuche zu verbreiten, würde ich euch direkt auf den Mund küssen. So. Narsis, die Leidgeborenen haben also alle belogen. Das hatte ich mir schon gedacht. Doch das verheißt nichts Gutes für Narsis. Narsis hat mich entsandt, um das gesperrte Serg zu untersuchen. Seit ich weiß, dass ein verrückter Kult unsere Leute vergiftet, mache ich mir umso größere Sorgen. Die Leidgeborenen sind eine echte Bedrohung. Sie tauchen überall in Deshan auf. Selbst Narsis ist in Gefahr. Ich muss hierbleiben und meine Untersuchung abschließen. Wenn ihr nach Süden weiterzieht, würdet ihr eine Nachricht zu Wache Verilo in Narsis bringen? Na klar. Sie muss wissen, was ihr... Gut, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wie immer, wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal, teilt, liked die Videos, kommentiert schön. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao, ciao.